Schnee und Skier. Das bedeutet für sie Leidenschaft, Abenteuer, Adrenalin, Spannung, Freiheit. Freeskier, so etwas wie die Revoluzzer unter den Skifahrern, auf und über der Piste. Spektakulär, gefährlich. Einer mit den wildesten Sprüngen ist er hier, zweimal Europas bester Freeskier. Benedikt Meyer, 22 Jahre alt. Freeski-Profi. Aber nicht nur Meyer trainiert schon jetzt für das große Ereignis in 2 Jahren. Auch sie hier will olympische Medaillen. Lena Stoffel, 27 Jahre. Ziel Sochi 2014. Benedikt Meyer und Lena Stoffel, die besten deutschen Slopestyler. Nach überstandenen Verletzungen gerade wieder im Training. Für eine Sportart, bei der es in Sochi zum ersten Mal Medaillen gibt. Slopestyle, das ist ein Parcours mit sogenannten Rails und Ramps, Geländern und Schanzen. Es gilt, mit möglichst schwierigen Sprüngen eine Jury zu überzeugen. Eine Extrem- und Fun-Sportart wird olympisch. Eine andere Welt für Freeskier wie Benedikt Meyer und Lena Stoffel. Bisher gab es keine Regeln für sie. Skifahren war Anarchie, anders als anderes. In der Luft, auf dem Schnee. Die große Leidenschaft, das Abenteuer, die Spannung, das Adrenalin, die Freiheit. Bisher ein Sportlerleben abseits der gängigen Pisten und Regeln.